Also wir haben hier noch einiges zu tun. Die meisten Tische stehen jetzt, aber das halbe Zelt muss noch mit Tischen ausgestattet werden. Das heißt Tischdecken drauf. Die Frauen kommen gleich, machen hier die restlichen Dekoarbeiten. Wir müssen noch so ein paar Werbebanner aufhängen. Die Bauzäune rund um den Platz müssen noch aufgestellt werden. Ja, und so ein paar dekomäßigen Sachen hinten noch beim Public Viewing, wo das Adlerschießen auf der großen Straße dann stattfindet. Ja, also wir haben ein Hauptorga-Team von 5, die hier das Fest organisieren. Und wir haben jetzt so circa ungefähr 25 Leute, die hier rumlaufen, die alle was zu tun haben. Die meisten kommen jahrelang immer wieder. Das heißt also, die helfen uns immer und wissen auch schon zum Großteil, was sie alle zu tun haben. In diesem Jahr haben wir hier unser Zelt ganz neu geschmückt. Wir haben neue Theken. Die klassischen Bierzelttheken sind weg. Und dafür haben wir hier Theken vom Stoppelmarkt. Unter anderem ist eine Theke als Schiff verkleidet. Am Sonntag haben wir um 21 Uhr haben wir noch einen besonderen Stargast, die Anni Perka, die war vor ein paar Jahren schon mal hier. Das ist ein Helene Fischer-Double, die kommt ab 21 Uhr bei freiem Eintritt. Für mich ist das ganze Schützenfest, denke ich mal, absolut ein Highlight. Das ist das Erste, die Nervosität steigt. Und ich freue mich einfach auf die 3 Tage mit den Schützen zusammen zu feiern und auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus Vechta hier begrüßen zu dürfen.